Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man die lateinischen Verben konjugiert. Fangen wir an mit der A-Konjugation. In der A-Konjugation habe ich als Beispiel Vocare ausgesucht. Vocare heißt rufen. Vocare ist der Infinitiv und den Infinitiv bildet man immer mit dem Stamm, in dem Fall voca plus re. Die erste Person Singular ist voco, der die unterschiedlichen Konjugation, also die unterschiedlichen konjugierten Formen von erste Person Singular, zweite Person Singular und so, wird eigentlich immer aus dem Stamm gebildet plus die Personalendung. Allerdings die Personalendung O bei der ersten Person Singular bei der A-Konjugation übertönt quasi das A, weshalb das A nicht mehr da ist. Das heißt, in der ersten Person Singular, ich rufe, ist es nur voco bei der A-Konjugation. Bei den anderen Konjugation ist das A immer mit dabei. In der zweiten Person Singular ist es vocas mit der Personalendung S und das heißt du rufst. In der dritten Person Singular ist es vocat, das heißt er, sie, es ruft. Die Personalendung ist in dem Fall T. In der ersten Person Plural ist es vocamus mit der Personalendung MUS und das heißt wir rufen. Zweite Person Plural ihr ruft, also vocatis mit der Personalendung TIS. Dritte Person Plural ist vocant mit der Personalendung nt. Allerdings gibt es hier immer Ausnahmen, genauso wie bei den anderen konjugierten Formen auch. Aber das ist nur bei der konsonantischen Konjugation, die bald auch noch folgt. Also in dem Video, so ziemlich am Ende, werde ich es da auch nochmal erklären. Machen wir weiter mit der E-Konjugation. In der E-Konjugation habe ich als Beispiel monere ausgewählt und das heißt man. Hier ist auch der Infinitiv mone. Beziehungsweise monere ist der Infinitiv und mone der Stamm plus re. In der ersten Person Singular dann einfach nur die Personalendung o dran. Moneo, ich mahne. Zweite Person Singular, mones, das s einfach dran, das heißt du mahnst. Dritte Person Singular einfach die Personalendung t dran, er, sie, es mahnt. Erste Person Plural, mos, Personalendung dran, monemos, wir mahnen. Zweite Person Plural, monetis, einfach das tes dran für den, damit das auch die Personalendung für ihr ist und das heißt ihr mahnt. Und dritte Person Plural einfach wieder nt dran, sie mahnen. Machen wir weiter mit dem Hilfsverb esse. Esse, diese Form von esse muss man lernen, genauso wie die von posse und von weiteren Verben. In diesem Video zeige ich euch esse und posse. Und esse ist halt unregelmäßig, deshalb muss man das auch lernen. Es ist übrigens das Hilfsverb sein. Esse ist die Infinitivform und in der ersten Person Singular ist es zum. Das heißt, ich bin. Zweite Person Singular, einfach nur es. Das heißt, es und du bist. Dritte Person Singular, est. Er, sie, es ist. Erste Person Plural, sumus, wir sind. Zweite Person Plural, ihr seid. Dritte Person Plural, sunt. Wir, sie sind. Machen wir weiter mit der konsonantischen Konjugation. Accedere habe ich mir ausgesucht und das heißt herbeikommen. Der Infinitiv bei der konsonantischen Konjugation wird aus dem Stamm aced gebildet plus den Sprechvokal e und dann noch das re dran. In der ersten Person Singular ist accedo und das heißt dann ich komme herbei. In der zweiten Person Singular wird der Sprechvokal i noch eingefügt, was auch in den weiteren Formen dann eingefügt wird, außer bei der dritten Person Plural, da wird dann der Sprechvokal u eingebaut, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Jedenfalls akedis heißt, du kommst herbei. Dritte Person Singular wieder Sprechvokal i plus Personalendung t. Akedit, es kommt herbei. Akedimus, i, also der Sprechvokal, und mus heißt, wir kommen herbei. Akeditis, wieder tis, Personalendung und das i. Und das heißt, ihr kommt herbei. Akedunt, hier nicht der Sprechvokal i, sondern u. Ihr müsst immer bedenken, dass Latein halt auch gesprochen wurde, weshalb auch die ganzen Sprechvokale. Und sie kommen herbei, heißt akedunt. Machen wir weiter mit der i-Konjugation. Als Beispiel habe ich mir audire ausgesucht und das heißt hören. Das i zieht sich durch alle Formen, weshalb es auch i-Konjugation heißt. Und dies ist kein Sprechvokal, bis auf in der dritten Person Plural, da wird wieder der Sprechvokal u eingebaut. Jedenfalls erste Person Singular audio, ich höre. Zweite Person Singular audis, du hörst. Dritte Person Singular audit, er, sie, es hört. Erste Person Plural audimus, wir hören. Zweite Person Plural auditis, ihr hört. Dritte Person Plural, damit Sprechvokal u, audion, sie hören.
Machen wir nun weiter mit Posse. Und das ist auch die letzte Folie für dieses Video. Und Posse heißt können. Posse wird, also die Formen von Posse sind auch unregelmäßig und die werden jedenfalls immer aus der Form von esse gebildet plus Poss oder Pot. Das kommt halt darauf an. Folgt nach dem Pot, erfolgt bei dem, wenn ihr die Form von esse habt, da hat man ja zum Beispiel etwas mit S oder mit E. Bei dem mit E ist immer das Pot und bei dem mit S, also zum Beispiel bei Zoom ist dann Poss, bei dem mit S, zum Beispiel bei S, ist dann Pot. Also zeige ich euch das jetzt einfach mal durch. Erste Person Singular, Possum. Das heißt, ich kann. Zweite Person Singular, Pot es. Das heißt, dann du kannst. Dritte Person Singular, Pot est. Heißt, er, sie, es kann. Erste Person Plural, Possumus. Heißt, wir können. Zweite Person Plural, Pot estes, ihr könnt. Und dritte Person Plural, Possund. Das heißt, sie können. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt.